Herzlich willkommen beim Lunch Talk im Neos Lab. Heute geht es um ein Thema, wozu Kunst, über den Stellenwert von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Lukas Usterler und ich darf mich heute das erste Mal hier nicht als Gast vorstellen, sondern zum ersten Mal als Gastgeber. Ich bin seit heute der Direktor des Neos Lab, wobei ich mich für die heutige Veranstaltung zumindest schon in ein gut gemachtes Nest gesetzt habe. Vielen Dank, Barbara Aschenbrenner und Johannes Stolitzka, für die Vorbereitung der heutigen Veranstaltung. Wir haben im Kunst- und Kulturbereich in der Corona-Krise vieles erlebt, vor allem viele Absagen, Verschiebungen und viel Krise gespürt. Schließlich sind Theateraufführungen, Opernaufführungen, Kinos, Konzerte, Ausstellungen alle vom Coronavirus getroffen worden. Heute mit dem 1. Juli gibt es weitere Lockerungen, über die wir auch noch sprechen möchten. Aber wir haben auch in Österreich eigentlich das einzige Regierungsbeben gerade im Kultur- und Kunstbereich erlebt. Und ich habe die große Freude und die große Ehre, heute aus sehr unterschiedlichen Bereichen vier Mitdiskutanten zu haben, die mit uns ein bisschen erörtern, wo stehen wir, wo gehen wir hin und was sind vielleicht auch politische Forderungen, die man formulieren muss, um besser durch und hoffentlich irgendwann auch aus dieser Krise zu kommen. Auf der anderen Seite des Podiums darf ich begrüßen Kurt Ivkovitz. Er ist Betriebsrat des KAM Museumsverbands, selbst Kurator auch im Theatermuseum, aber heute vor allem auch in seiner betriebsrätlichen Funktion hier. Sepp Schellhorn muss ich fast nicht weiter ausführen als bei einer NEOS-Veranstaltung als Sprecher für Wirtschaft, Tourismus und Kultur bei den NEOS, Nationalratsabgeordneter, selbst in der Gastronomie und Hotellerie stark verankert. Und natürlich werden wir da auch ein bisschen die Verquickung aus Kultur, Kunst und Tourismus ein bisschen erörtern können. Danke, dass du da bist. Julia Rabinowitsch, Schriftstellerin, Kolumnistin. Eine Zeit lang haben wir auch beide am selben Standort eine Kolumne gehabt, nämlich beim Kurier. Dramatikerin, Malerin, wirklich fast eine Archetypin der Künstlerin, so viel wie auch experimentiert wird und wurde in der Vergangenheit. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Zu meiner Rechten ist der Polizeipräsident, Hubert Kramer, Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent und Aktionist. Dem breiten Publikum natürlich vor allem aus dem Tatort bekannt, aber dem Wiener Theaterpublikum schon seit Jahrzehnten durch viele andere Maßnahmen bekannt. Ich selbst durfte einmal in einem seiner Theater spielen. Er ist sehr eng auch mit der Theaterszene in Wien vernetzt und hat, glaube ich, auch aus seinen verschiedenen Ensembles viele Personen hervorgebracht, die heute an anderen Stellen bekannt und erfolgreich sind. Wir haben heute hier eine der wahrscheinlich letzten reinen Online-Veranstaltungen im Neos Lab. Wir haben uns noch nicht über die Lockerungsmaßnahme des 1. Juli drüber getraut. Aber nichtsdestotrotz würde ich Sie bitten, sollten Sie auf Facebook oder in den sozialen Medien Fragen haben, die jemand hier auf dem Podium beantworten kann, bitte stellen Sie sie. Sie werden mir hoffentlich in Form eines Zettels nachher gereicht. Sollte es also etwas geben, was Sie zur Kultur einer Nation, zu kulturpolitischen, wirtschaftspolitischen Fragen für das Thema Kunst und Kultur betrifft, Fragen haben, bitte schießen Sie los. Ich möchte gerne mit einer sehr grundlegenden Frage beginnen. Wir haben ja in Österreich eine Kulturdebatte in der Covid-Krise gehabt, die extrem stark auf eine Person eine Zeit lang fokussiert war, in der quasi suggeriert wurde, es hängt nur an einer Person, dass Dinge nicht funktioniert haben, nicht funktionieren. Jetzt sind wir schon einige Monate weiter, einige Monate sind ins Land gezogen. Wir haben eben heute zum Beispiel Lockerungen gehabt, die zum Beispiel die Möglichkeit geben, Indoor und Outdoor größere Veranstaltungen zu machen, als das noch vor einem Monat der Fall wäre. Mich würde ein bisschen interessieren, aus den unterschiedlichen Bereichen, Museum, Theater, Kunstkultur im Allgemeinen, was hat sich für euch in euren Arbeitsbereichen schon geändert, schon gebessert? Wo steht ihr derzeit?
um ein bisschen eine gemeinsame Verortung zu machen. Herr Ivkovic, darf ich bei Ihnen beginnen? Ja, schönen guten Tag. Ist eingeschaltet, ja. Ja, prinzipiell, wo stehen wir jetzt? Wir stehen irgendwo 3 Monate Kurzarbeit bei den meisten Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen jetzt eigentlich wieder dort, wo wir vor 3 Monaten begonnen haben, scheinbar. De facto ist es aber natürlich so, dass das natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen einiges gemacht hat, 3 Monate zu Hause zu sein. Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Einzelne Kolleginnen und Kollegen waren wirklich auf das Modell Kurzarbeit angewiesen. Andere, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich, hätte es ja durchaus Möglichkeiten gegeben, dass die diese Tätigkeiten in Homeoffice erledigen. Konkret ist es so, wie der Museumsbetrieb jetzt im Sinn von Publikumskontakt läuft, da kann man einfach nur sagen, da gibt es zu wenig Erfahrungen noch. Das Theatermuseum hat mit heutigen Tag zum ersten Mal aufgesperrt. Wir haben auch keine Sonderausstellung. Das Kunsthistorische Museum ist jetzt schon seit längerer Zeit offen, aber auch nicht alle Bereiche. Aber da wird man einfach sehen, wie es weitergeht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich die Situation die, dass die internationalen Gäste ausbleiben. Und das ist natürlich für einen großen Museumsverband, wie es das Kunsthistorische Museum ist, bei 70% ausländischen Gästen ein großes Problem, wenn man dazu auch noch bedenkt, dass nur 50%, also dass 50% circa eigenerwirtschaftet sind. Das heißt also, so ein Betrieb wie der KM Museumsverband ist ganz direkt unmittelbar darauf angewiesen, auf Gäste, die von außen kommen. Und gibt es so etwas wie einen glaubwürdigen sozusagen Plan des Hochfahrens oder kann es so etwas in Ihrem Bereich überhaupt geben? Es gibt natürlich einen glaubwürdigen Plan, nur die Frage ist, ob dieser Plan ist halt abhängig davon, ob die Grenzen offen sind, wie weit sie offen sind. Vor allem, wenn man sich die Struktur ansieht, woher kommen die Gäste, dann mit einem großen Anteil an chinesischem Publikum, dann wird es natürlich schwierig sein, diesen Plan dann zu erfüllen. Und die nächste Frage ist natürlich, welche Lockerungen werden überhaupt kommen? Die Frage ist immer, lässt sich dieser Plan überhaupt realisieren? Was natürlich schon diese Corona-Krise gezeigt hat, dass dieses Modell, die Struktur, der Art und Weise, wie die Museen heute aufgestellt sind, zumindest die großen Museen, sehr fragil ist, also diese Struktur. Und es zeigt gewisse strukturelle Probleme. Was meinen Sie da genau? Ja, dass man im Wesentlichen eine sehr geringe Basisabgeltung hat, die gerade im Fall des Kunsthistorischen Museums eigentlich nicht damit die Personalkosten deckt. Mhm. Und man eigentlich immer fokussiert hat auf große, erfolgreiche Veranstaltungen und meiner Meinung nach die Wissenschaft etwas gering gehalten hat und de facto Blockbuster-Ausstellungen gemacht hat und es zählt de facto die Quote. Was natürlich schon damit zu tun hat, dass die Museen in die Vollrechtsfähigkeit entlassen worden sind und sich jetzt sozusagen ihr Geld selbst erwirtschaften müssen, womit natürlich jede kaufmännische Geschäftsführung dazu angehalten ist, Gewinn zu machen. Gehen wir vom Museum ins Theater. Das Theater war ja, hat ja verschiedene Lockerungsschritte sozusagen hinter sich. Zunächst ging es überhaupt einmal darum, dass die Profis selbst wieder proben können und zusammen üben und einstudieren können. Wo sehen Sie die Theaterszene Wiens am 1. Juli? Das Mikrofon bitte, damit alle. Das Theater hat ja Differenzierungen. Ich komme aus der freien Szene, das heißt, das sind die Vogelfreien. Da gibt es überhaupt keine Kurzarbeit oder Absicherung. Also das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Das kommt mir, also extremer natürlich ist noch, sterbende Menschen sich nicht verabschieden lassen. Das ist wirklich das Extremste. Also das ist wirklich das Brutalste und Extremste. Das kann man sich nicht vorstellen. Und auf der Ebene des Nichtwissens, wie das weitergeht, und vor allem sehr viele alleinerziehende Mütter, die noch dazu, wo man die Schulen zusperrt,
Das sind auch, es gibt bestimmte katastrophale Zustände, die aber nicht hätten sein müssen. Es gibt Länder, Frankreich oder so, gibt es Absicherungen für freischaffende Künstler. Und die freischaffenden Künstler, das sind nicht 1000 oder was, das geht in die. Also wir sind bei 180.000 künstlerischen und künstlerischem Personal praktisch. Wir haben ein Bruttonationalprodukt, 8 Milliarden beteiligte Bauern haben fast weniger und haben sofort 800 Millionen bekommen. Ein Freund von mir in Baden-Württemberg, selbstständiger Unternehmer, alleine, keine Angestellten, hat in 2 Tagen 5.000 Euro bekommen. Das heißt, oder in der Schweiz, das heißt, es funktioniert ganz anders. Bei uns ist ein paternalistisches System, wo von oben nach unten, wie in einer Diktatur, bestimmt wurde, ohne jemanden zu befragen, also auch das Rechtssystem ausgehebelt, wo man gesehen hat, wohin das führt. Aber die freie Szene ist eigentlich in der Pestgrube gelandet. Und wer da kein lieber Augustin ist und ein Fiedel hat, der ist verloren, der kann verrecken dort, weil die Theater aufsperren, wo ständig weiter Angst gemacht wird, die zweite Welle, dritte Welle, also wer im Ozean im Sturm, das ist ja alles ein Wahnsinn, wenn man genau das beleuchtet, was dahinter steht. Aber es hat ja jetzt ein paar Maßnahmen gegeben, die genau auf diese, auf zum Beispiel das Schweizer Vorbild ein bisschen eingegangen sind. Also es gab ja jetzt zum Beispiel für Künstlerfreischaffende ja auch einen Solidaritätsfonds sozusagen. Gut, ich gehe auf die Ursachen immer ein, weil das sind ja Symptome. Die Ursachen sind, dass die Künstler unbeliebt sind. Das heißt, vor allem bei einer Regierung, die 60 Leute beschäftigt, der Herr Kurz, die Wahrheit verdrehen, offiziell mit unseren Steuergeld. Das heißt, die Künstler sind ja verpflichtet der Wahrheit, dem Guten und dem Schönen. Das heißt, wenn diese Regierung und die meisten der Wahrheit nicht verpflichtet sind, werden sie uns nicht mögen. Daher sind die Künstler bei den letzten Untersuchungen das Letzte. Das heißt, bei verschiedenen Kategorien kommen die Künstler, da würden von diesen befragten Experten nur 3% hingehen. Überall anders mehr. Gut, das sind zum Teil geschlossene Räume. Aber, weil Sie das fragen, wenn ich Unternehmer bin, ich habe ein Theater, sagen mit 150 Plätzen, jetzt einmal, sagen wir, die kleinen gibt es ja viele, dann sind da Regeln, wo ich am Schluss ja keine Gagen zahlen kann. Das ist ja ein ökonomisches Problem. Das heißt, wir reden über das meiste drüber. Wir brauchen nur sagen, können die überleben langfristig oder nicht? So wie es jetzt geregelt ist, nicht. Und es gibt kein Ministerium. Das heißt, die Künstler sind so unwichtig, obwohl Kunst und Kultur dieses Land trägt. Nennen Sie ja Kultur. Nation, sie sind so unwichtig, dass man sagt, ja, kein Ministerium, weil dann geben wir jetzt ein Budget für sie. So ist in der Wirtschaftskammer für die Freien vom Kurz. Aber verstehe ich das dann richtig, weil ja auch diese Möglichkeiten, ein Theater aufzusperren, gerade genannt wurden, Sie haben noch keinen Plan, wie Sie in den nächsten Monaten aufsperren und in welcher Größe Sie aufsperren? Persönlich habe ich einen Plan. Es gibt ja einen Film, der heißt, glaube ich, Parasite, der den Oscar gekriegt hat. Und der sagt, der am Schluss, wo sie gegenseitig massakriert haben, sagt einer der Hauptverantwortlichen des Massakers, the best plan is no plan, weil das Leben immer völlig anders spielt. Also der beste Plan ist ein Nichtplan, weil die Pläne, die wir da vorliegen haben, sind so, als gäbe es nicht inzwischen wissenschaftlich fundierte Analysen, aufgrund deren man handelt. Das tut man aber nicht, weil dann müsste man sagen, entschuldigen, wir haben auch Fehler gemacht. Wäre nicht schlimm. Aber sie tun es, als hätten sie keine Fehler gemacht. Also das ist ja das Erschütternde. Natürlich macht man Fehler in einem Chaos, in dem Beginn, der da passiert ist. Aber irgendwann einmal gibt es den Punkt, sagt, Moment, Entschuldigung, wir haben Fehler gemacht, jetzt lassen wir mal die Experten ran und nicht immer die drei selben Elefanten den Porzellan umeinander hupfen. Und wir sind das Porzellan. Okay. Baby. Ja, wer? Wir. Julia Rabinowitsch, aus Ihre Perspektive jetzt so ein paar Monate in diese Krise hinein und auch ein bisschen schon an neuen Maßnahmen. Wo sehen Sie Ihr Geschäft, Ihre künstlerische Tätigkeit zwischen Kolumne und Schriftstellerei im aktuellen
im aktuellen Umfeld am 1. Juli? Gibt es schon Lesungen zum Beispiel? Es hat auch während dem Lockdown Lesungen gegeben, glücklicherweise. Es sind Unmengen an Lesungen abgesagt worden. Ich habe jetzt auch für mein Leben aus dieser Krise gelernt. Ich habe fürs ganze Jahr mehr oder minder alle meine Termine auf 3 Monate geschaufelt, nämlich März, April und Mai, damit ich dann in Ruhe an meinem Roman schreiben kann. Das war wirklich schön gefüllt. Es hätte mich bis Ende des Jahres gut durchgetragen. Nur leider sind exakt diese drei Monate Corona zum Opfer gefallen. Und ich möchte auch gleichzeitig sagen, ich bin so froh, dass ich es noch nicht hatte und ich hoffe, es bleibt so. Ich bin so froh, dass niemand aus meiner Familie bis auf einen entfernten Verwandten daran gestorben ist. Das heißt, die Bedrohung ist ja tatsächlich real. Es ist nicht so, dass man aus Lust und Tollerei diese Einschnitte gemacht hat. Aber ich sehe es auch vollkommen ein, dass man diese Einschnitte machen musste. Aber das zu machen ohne einen Plan, wie man Kunstschaffenden dann in der daraus entstehenden Krise wirklich weiterhilft, außer mit kleinen Beträgen, die wie Almosen rüberkommen, das hat mich dann schon sehr entsetzt. Das heißt, ich hatte Lesungen, aber nicht die, die geplant waren, sondern weil teilweise Veranstalter so spontan waren, rettend spontan und plötzlich gefragt haben, wir machen jetzt Online-Lesungen, willst du nicht mitmachen? Irgendjemand hat sich zusammengeschlossen zu einem Festival online, hat mich auch eingeladen. Ich habe andere Kolleginnen und Kollegen weiterempfohlen zu solchen Lesungen. Das heißt, wir haben dann eigentlich versucht, im Alleingang die Veranstalter und wir Autoren und Autorinnen uns ein wenig am Schopf rauszuziehen, weil es sonst eigentlich nicht so viel passiert ist. Und ich muss sagen, es ist sehr bedrohlich. Es ist auch für mich als Autorin bedrohlich. Es ist für mich als Kolumnistin natürlich weniger bedrohlich. Ich habe immerhin die Kolumne. Ja. Also mir geht es schon besser als einigen von uns, weil ich zumindest sicher sein kann, ich habe diese 2, 3 Beiträge, die kommen rein. Das sind meine Fixkosten und die sind dadurch mehr oder es sind nicht mal wirklich die Fixkosten. Aber sie sind zum Teil gedeckt. Ich habe Freundinnen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen. Ich habe auch Freundinnen, die jetzt überlegen, die Wohnung aufzulösen, weil sie nicht logiert werden wollen, weil ihnen sämtliche Lesungen oder Auftritte ausgefallen sind. Nächster Punkt ist, ich bin auch als Autorin etwas weniger davon getroffen gewesen als andere, weil ich im Augenblick kein eigenes neues Buch rausgebracht habe. Also ich hatte wirklich Glück, dass meines letztes Jahr erschienen ist und dass das nächste erst kommt. Wenn ich jetzt in der Lage gewesen wäre, so wie andere, mein Buch jetzt vorzulegen, Buchmessen abgesagt, Lesungen abgesagt, andere Begegnungen, Besprechungen mit Publikum abgesagt. Man muss bedenken, da sitzt jemand 4 Jahre alleine in Klausur und arbeitet an einem Buch und alles spitzt sich auf diesen Erscheinungstermin zu und dann ist nichts, niente nada. Das ist mehr als bedrohlich, das ist eigentlich zerstörerisch. Wie gesagt, ich hatte Glück im Unglück und ich habe noch immer sehr viel Belastung, aber zum Teil geht es mir besser und darüber bin ich sehr dankbar. Und ja, ich habe mich nicht darüber beklagt, als diese Lesungen abgesagt wurden, weil mir klar war, ich will nicht daran beteiligt sein, dass vielleicht jemand angesteckt wird. Ich will nicht die Krankheit weiter verbreiten helfen. Aber jetzt wäre es halt natürlich nicht schlecht, für die Zukunft irgendwas zu wissen. Nur wir wissen auch über die Krankheit nicht so viel. Man kann nicht planen mit einer Erkrankung, mit einer Epidemie, die so unvorhersehbar ist. Aber ich glaube, zu dem, was man vielleicht dann daraus lernen kann und was man vielleicht dann künftig besser machen kann, dazu kommen wir auch dann gleich noch. Sepp Schellhorn, wir haben jetzt 3 durchaus sehr unterschiedliche Perspektiven gehört. Auch, ich finde, es klingt ja auch ein bisschen mit, dass einige Themen im Kunst- und Kulturbereich vielleicht auch leichter durch neuere digitale Wege zu beschreiten sind, wie zum Beispiel im Bereich des Schriftstellers, als dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Theater logischerweise. Jetzt sind wir am 1. Juli, es gab wieder eine Reihe von Lockerungsmaßnahmen, also es wurde einfacher, zum Beispiel Veranstaltungen zu machen. Wo sehen Sie die aktuelle Kunst- und Kulturszene aktuell? Sind wir da schon
auf halbem Wege wieder zur berühmten Normalität oder noch weit davon entfernt? Eingangs möchte ich nur sagen, dass ich Kulturveranstalter auch bin, dass ein großes Literaturfestival in Goldeck stattfinden wird im September, das wir nicht abgesagt haben und dass mir genauso die Unsicherheit nach wie vor in den Schoß legt und wir nicht wissen, wie wir es veranstalten, obwohl es großartig besetzt ist und auch hoffentlich auch zu 50% besucht sein wird. Aber grundsätzlich möchte ich schon was sagen, was der Herr Kramer auch gesagt hat und was wir eigentlich schon immer fordern, nämlich der Grund ist ja, Kunst und Kultur ist immer politisch und weil sie sich immer mit der Entwicklung der Gesellschaft auseinandersetzt. Also alles, was Kunstschaffende in diesem Land tun, ist eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und darum haben wir immer gefordert und es ist auch eine Forderung, dass man ein eigenständiges Kulturministerium braucht. Das ist nie passiert und da ist eigentlich auch die Frau Lunacek nicht schuld daran, sondern die Missachtung in diesen ersten 3 Monaten gegenüber dem Staatssekretariat. Also die Frau Mayer ist hochkompetent, legen wir überhaupt nichts dazwischen. Sie hat einen leichteren Weg, weil in den ersten 3 Monaten das genauso fortgeführt war, wie es in der Vorregierung gelebt worden ist. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich ein klares Bekenntnis. Wenn man Kulturnation sagt, dann muss man es auch leben, so wie in Frankreich. Das Kulturbudget in Österreich ist 0,23% des BIPs und gesetzlich festgelegt ist es in Frankreich mit 2,5%. Das heißt, es hat schon eine andere Wertigkeit und wir haben erst vor kurzem einmal darüber diskutiert oder im Plenum über das Budget diskutiert. Man kann sich erinnern, das ist ein Finanzminister, der ein paar Nuller vergessen hat, aber dass hier haben wir ein Budget verhandelt, das ausgearbeitet wurde vor Corona. Und das kommt ja jetzt noch erschwerend dazu, auch bei der wissenschaftlichen Arbeit, bei all diesen Dingen. Dieses Budget verliert alleine durch die Inflation bis 2024 50 Millionen. Also es kommt zu keiner Valorisierung. Wir dünnen das auf allen kulturellen Bereichen, auf der wissenschaftlichen Arbeit, auf den Bundesmuseen, den Theatern, den Freischaffenden immer mehr aus und tun nichts dafür. Das Zweite ist jetzt, was den 1. Juli bedingt und weil ich ja Salzburger bin und natürlich die Salzburger Festspiele auch touristisch für mich als Unternehmer eine große Rolle spielen, so technisch es war im März und im April mit der Frage, erhalten wir unser Gesundheitssystem, so psychologisch ist es jetzt, weil die Verunsicherung eines zweiten Shutdowns zuerst hat sich, glaube ich, der Großteil dazu bereit erklärt, ja, wir müssen jetzt unser Gesundheitssystem schützen. Aber so verunsichert sind wir jetzt vor einer zweiten Welle. Was tun wir? Nämlich, wir müssten es faktisch so tun, wenn die Kurve nach oben reißt, dass wir da alles zusperren, weil sonst glaubt jeder zweite Österreicher, die haben zuerst gelungen. Also das heißt, die Verunsicherung ist da und heute finden Lockerungen statt und gleichzeitig wieder Grenzenschließungen. Also das heißt, es ist echt eine Absurdität. Der Westbalkan wurde heute wieder von Schallenberg, also es wurde eine Reisewarnung ausgegeben. Das heißt, hier brauchen wir die Künstlerinnen und Künstler auch für diese Auseinandersetzung. Was tun wir hier? Wir brauchen, und es muss ein Bekenntnis dafür sein, dass sie aufsperren dürfen. Sie brauchen einen Fahrplan. Das würde heißen, auf sich zu fahren. Wenn wir wissen, dass die Kurve über 1% hinausschießt, dann wissen wir, jetzt müssen wir wieder mit mehr Achtsamkeit umgehen, vielleicht ein bisschen ausdünnen, aber wir dürfen das kulturelle Leben nicht mehr stilllegen. Also das heißt, ein Fahrplan muss auch ausgehängt werden. Und dieser Fahrplan wurde bis heute nicht ausgehängt. Wir können uns nur darauf verlassen, wenn wir die Push-Up-Nachrichten schauen, wird was geschlossen oder nicht geschlossen. Aber Sie würden nach wie vor im September natürlich veranstalten? Ich werde veranstalten. Und zur Not müssen wir es online veranstalten. Aber es geht auch um die Künstlerinnen und Künstler, es geht um die Schriftsteller, es geht um die Lesungen, es geht um die Sängerinnen. Natürlich werden wir. Vielleicht eine Fragerunde an alle. Hat sich ein Punkt gebessert in Ihren Augen, der gerade am Anfang im Umgang mit der Krise kritisiert wurde, nämlich dass mit und nicht nur über Kunst gesprochen wird? Also gibt es aus Ihrer Wahrnehmung mehr Gespräch auch mit den politischen Entscheidern, mit den gesundheitspolitischen Entscheidern darüber, wie dieses Hochfahren aussehen kann? Darf ich vielleicht wieder
so durchgehen? Ja, um ganz ehrlich zu sein, da merke ich nicht sehr viel davon. Ich sehe eher, dass natürlich Erlässe kommen, dass es große Unsicherheit gibt. Ja. Also dieser gemeinsam ausgefertigte... Das, was sich natürlich schon ausgewirkt hat, dass gewisse Dinge diskutiert werden. Damals, wie es gerade begonnen hat, dass die Museen wieder öffnen, nach dieser etwas verunglückten Pressekonferenz, war halt schon die Reaktion der meisten, ihr fallen Säcke im Museum, hackelt's was. Ja? Also kann man jetzt letztendlich schon aufklären und den Leuten einmal zeigen, wie so ein Museumsbetrieb funktioniert. Wie schaut es aus mit der Basisabgeltung, die in den letzten 20 Jahren nicht mehr angeglichen worden ist? Also KM Museumsverband, das ist jetzt kein Geheimnis, bekommt im Jahr 23 Millionen. Und das steht in jedem Jahresbericht drinnen und das ist aber in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gleich geblieben. Und mit der Inflation, mit den diversen Steigerungen, Vorrückungen etc. Wird das natürlich immer weniger. Und da kann man schon ein gewisses Bewusstsein, glaube ich, schaffen in der Öffentlichkeit, dass es zum Beispiel bei den Kunstvermittlern prekäre Anstellungsverhältnisse gibt, dass es im Guest-Service plus geringfügige Beschäftigungen gibt. Ich merke schon auch, dass es intern eine Solidarität der Kolleginnen und Kollegen gegeben hat oder gibt nach wie vor. Ja, und vielleicht ist das, was am Ende rauskommt, dass es wirklich einmal ein Bewusstsein gibt, wie funktioniert so ein Museumsbetrieb, wie fragil ist eben dieser Museumsbetrieb. Aber würden Sie, ich meine, wir reden ja heute hier auch an einem Tag, an dem ab 15 Uhr dann heute hier in Wien auch der Schweigemarsch der Künstler stattfindet. Ist das in Ihren Augen immer noch aktuell auch darauf hinzuweisen, dass man zu wenig gehört wird und dass zu wenig auch auf jeden Fall eingegangen wird? Auf jeden Fall. Und Kunst und Kultur braucht Sicherheit, sonst kann man nicht planen. In einem Museumsbetrieb natürlich noch umso mehr. Ja, klar. Wenn ich kein Budget habe, dann kann ich keine Leihgaben bekommen und so weiter. Also eben, das finde ich wieder... Das, was die, jetzt sind in meiner Brust zwei Seelen, sozusagen zwei Herzen, zum einen das als Kulturveranstalter und zum anderen als Unternehmer, das, was die Kulturschaffenden geschafft haben, sie haben sich solidarisiert und sie haben den Mut gehabt, aufzustehen. Das hat wahrscheinlich der Staatssekretär in den Kopf gekostet, aber es hat was bewegt. Das schafft man bei den Unternehmern nicht, weil sie Angst haben vor einer Prüfung, vor einer gewerbebehördlichen Geschichte, vor einer Förderung, vor sonst irgendwas. Also das tut mir auch weh, dass hier die Solidarität nicht so ist. Aber um was es ja geht, sind diese freischaffenden Künstler, die da als Kulturvermittler arbeiten müssen, damit sie dann ihrer Kunst nachgehen können. Und hier braucht es auch langfristige Lösungen. Hier braucht es genauso Visionen für zeitgenössische Kunst zum Beispiel. Mhm. Es braucht eine Anlaufstelle, ein Büro für zeitgenössische Kunst. Es braucht auch Absicherung für die sich diesem Zweig auch nachgehen können. Und das, glaube ich schon, das ist wichtig und das muss man politisch diskutieren. Es hat einmal einen Mega-Wumms gegeben, eben Rücktritt Lunacek, aber seitdem glaube ich auch, dass das veräppt ist, weil danach haben wir das Budget beschlossen und da ist das gleich geblieben wie vorher. Mhm. Aber dann gehen wir jetzt auch auf die Frage ein, wie man dem Stellenwert von Kunst und Kultur in Österreich besser gerecht werden kann. Also ein Punkt, der schon angesprochen wurde, ist das Budget. Ich habe mir das auch angesehen, wir haben jetzt eigentlich seit 1995, wenn man sich die Statistik aus der Daten ansieht, eine reale Entwertung des Kulturbudgets. Also man kann mit dem Geld, das das Kunst- und Kulturbudget hat, eigentlich immer weniger Kunst damit finanzieren, wenn man so auf den Punkt bringen möchte. Ist es jetzt für heuer vor allem auch diese Geldfrage, oder muss man nicht heuer einen, sage ich jetzt einmal, trotzdem eine Art Notbetrieb machen, weil man natürlich ja auch nicht weiß, wie kann man in einem Theater mit, weiß nicht, 150, 200, 300 Sitzplätzen im Herbst oder im Winter überhaupt arbeiten? Ökonomisch unmöglich. 150 ist ungefähr die Grenze, wo man ökonomisch handeln und also wo man wirklich auch ein Income, wo man aus den roten Zahlen ist. Also ist so der Average-Grenzbereich sind etwa 150 Leute. Was darunter ist, kann ökonomisch beim Jahresbetrieb mit einem Mann oder einer Frau Produktionen oder fünf
überleben. Also insofern ist diese, und aber die wirkliche Schweinerei sind die 0,23% des Bruttonationalprodukts, die wir bekommen, und wir bringen aber fast 2% die Kultur. Also 10-mal so viel bringen wir fast ein ins Budget. Das muss man sich mal überlegen, dass wir nicht einfach, okay, die bringen so viel ein, also die kriegen so viel. Das sind interessante Fragen, was der Hintergrund ist, warum das nicht ist. Also dort ist für mich entscheidend. Weil ich denke, dass da auch breit das Vorurteil herrscht. Ja, aber die wollen das ja so, die beuten sich dann halt selbst leiden. Aus. Die müssen leiden für die Kunst, weil sie haben sich ja freiwillig dafür entschieden. Mhm. Und die brauchen keine Absicherung, weil sie sind doch freie Künstler. Und das spricht natürlich eine große Missachtung der Arbeit gegenüber aus solchen Überlegungen. Aber weil man ja mit Herzblut dahinter ist, wie jeder andere, der mit Herzblut dahinter ist, aber dazu natürlich noch mit dem Kampf, um etwas aufzuzeigen. Aber es wird ja oft gesagt, dass die Corona-Krise Dinge offenlegt und Dinge verändert, die sozusagen schon lange sich angebahnt haben oder Trends einfach verstärkt. Jetzt sehen wir ja offenbar im Kunst- und Kulturbetrieb schon seit Jahren, seit Jahrzehnten einen hohen Grad auch an, sage ich jetzt mal, Prekarisierung, an eben genau dieser Selbstausbeutung. Seht ihr, dass diese Krise auch wirklich eine Veränderung sein kann, hier neue Wege zu gehen, gegebenenfalls dann eben so wie in Frankreich angedeutet, mit einem deutlich größeren Budget? Können, ja. Können, natürlich. Ob es das wird, keine Ahnung, schaut im Moment leider nicht so aus. Mhm. Weil man ja auch sagen hätte können, die Krise hat viele Dinge aufgedeckt, auch was die sogenannten systemrelevanten Arbeitsleistungen anbelangt. Und wo sind diese Diskussionen jetzt? Sie sind verebbt. Also ich glaube, dass wir stehen in der Geschichte, wann großen Paradigmenwechsel, ob das der Erste Weltkrieg war, Abschaffung, tausendjähriges Habsburger Reich, Zweite Weltkrieg, also da war immer Technologie, im ersten Flugzeuge, Panzer, im zweiten auf einmal die Atom, also völlig neue Technologien. Und heute sagen wir sind in der digitalen Zeit gelandet. Das heißt, es ist ein Paradigmenwechsel. Und die Macht des patriarchalen Hierarchien halten wir mal fest, natürlich, weil die haben dort investiert. Das heißt, die geben das nicht auf. Das ist wie ein Staudamm, der sich füllt. Dort, wo zu viel Wasser ist im Staudamm, bricht er. Und momentan bricht der Staudamm. Aber wir haben ja nicht nur eine Corona-Krise, man nennt es immer Krise, eine Corona-Katastrophe. Wir haben keine Klimakrise, wir haben eine Klimakatastrophe. Wir haben keine Finanzkrise, wir haben eine Finanzkatastrophe. Das ist noch nie in der Geschichte. Gab es in der Summe so viele Katastrophen, die alle Bereiche des menschlichen Lebens auf diesem Planeten momentan aushebeln. Aber das hat einen Hintergrund. Und das ist die völlig falsche Wirtschaftspolitik, die mag mal gut gewesen sein. Aber eine gewinnorientierte Profitgesellschaft, weil Wachstum gibt es, man kann immer sagen, wir brauchen Wachstum. Ja, ich kann ein Wachstum machen mit ökologischer Politik. Also das ist ein völliger Schwachsinn. Wachstum hat immer irgendwo Grenzen. Aber ein grenzenloses Wachstum dieser gewinnorientierten Profitmaximierung, von der nur wenig Nutzen ist, das sind, wo ein unglaublicher Flüchtlingsstrom auf uns zukommen wird, das ist alles noch, das kann sich keiner vorstellen. Also diese Corona-Krise ist ein Kinkerlitzchen, ist aber fantastisch. Eine Diktatur wird beschrieben emotional durch den Begriff Angst. Das heißt, ich persönlich sehe einen sehr positiven Effekt. Ich hätte es auch positiv gesehen, diese Diktatur des Habsburger Reiches, die ja mild war gegen Hitler und Stalin natürlich und die gegen die Faschisten zu anderer Zeit. Aber das war schon positiv. Aber die wirkliche Revolution findet im Digitalen statt. Das heißt, wir sind die letzten Menschen. Die AI ist so weit, die Robotisierung ist so weit, dass wir für die AI das sind, was für uns heute die Schimpansen sind. Das heißt, wir sind ganz woanders, wir müssten völlig andere Strukturen schaffen, da ich sehe das Positive im Negativen, weil ich viel weiter forsche, weil mein lächerliches Leben im Verhältnis zur Geschichte, zur Evolution einer Gesellschaft in eine Humanität hinein, in die Aufklärung hinein, in die
Rückschläge, in die Revolutionen, die Konterrevolutionen hatten, die nur schrecklich waren, Napoleon, Stalin oder in der Kairoer Frühling und der Assad und diese Leute. Das heißt, ich persönlich sehe eine Chance für den Menschen, aber da muss er offen sein und das jetzt öffnet, wenn ich den Mut habe und mir nicht Angst machen lasse. Das kann etwas öffnen. Es ist aber wieder der Künstler, der Wissenschaftler. Die Zukunft sind genau die Berufe, die auf der Strecke bleiben. Weil man auch Angst vor der Zukunft ist, ein unterbewusstes Reglement für mich. Darf ich ganz, ganz kurz was dazu sagen? Du bist sehr viel optimistischer als ich mit allen deinen Katastrophen. Ich sehe es ja so, dass er das Autoritäre um sich greift durch diese Angst. Und wir haben jetzt eigentlich seit einiger Zeit durchaus gut verfolgen können, was in der österreichischen Politik sich verändert. Und das verändert sich für mich sehr wohl Richtung autoritär, intransparent, willkürlich und das hat sich durch die Corona-Krise eventuell verstärkt. Oder es war zumindest der Versuch da, es zu verstärken. Ich muss hier, nachdem Hubert Kramer schon so viel angeschnitten hat, wir werden uns, glaube ich, einen weiteren Termin für die Diskussion über das Wirtschaftssystem ausmachen müssen, aber einen Punkt, den ich ansprechen möchte, es kam jetzt bei der Diskussion über den Stellenwert, eine Zahl sehr oft die 0,23%, wir haben viel über Prekarisierung gesprochen. Jetzt haben wir eigentlich, kommt mir vor, in den letzten Monaten eher weitere sehr kleine Beiträge gesehen, eher Almosen, die quasi in die freischaffende Szene gegangen sind, diese 1.000 Euro im Monat beispielsweise. Oder gibt es hier schon kulturpolitisch etwas, wo man sagen kann, hier wird der Stellenwert schon hochgeschraubt? Nein. Also da wird relativ wenig gemacht und ich kenne einige Kunstschaffende, die eigentlich damit gerechnet haben, jetzt sozusagen mit dem Tausender bis zum Jahresende, also was einmal versprochen wurde, nur das wird wieder gegengerechnet gegen irgendwelche anderen Leistungen und dann kommen 466 Euro raus. Also das heißt, hier gibt es geringfügige Beschäftigung. Auch oder sowas anderes oder was er halt einfach in der Vergangenheit, also Gegenrechnungen gibt es ja genügend. Das ist die Unsicherheit und das ist, wann immer irgendwo was aufpoppt, wann irgendwo wer was sagt, dann machen wir irgendwas schnell und dann ist es nicht durchdacht. Und auch das Beispiel der Non-Profit-Organisationen, also dieser große Fonds mit den 700 Millionen ist ein Thema, das eher betrachtet werden muss. Nein, hier ist die Unsicherheit da, aber ich möchte noch was sagen, was der Herr Kramer auch gesagt hat. Und das hat mit der Kulturnation was zu tun, weil es wirklich zwei Bereiche waren. Also ich habe immer geglaubt, der Tourismus ist der erste Dominostein und steht als letztes auf. Nein, er ist als erstes gefallen, aber der Kulturbereich steht als letztes auf, weil diese Veranstaltungsthematik, begrenzte Zuschauerzahlen und der wird sich auch lange nicht erholen. Aber ich könnte jetzt als Touristiker sagen, Berge und Seen gibt es überall. Aber so einen Kulturschatz. Und die Regierung war auch besonders stolz, wie sie letztes Jahr die Zahlen präsentiert hat. 150 Millionen Nächtigungen hat Österreich. Wir sind Tourismusweltmeister. Die kommen nicht wegen der Berge und Seen alleine. Die kommen vor allem wegen den Städten, wegen dem Kulturangebot, wegen den Museen, wegen den Theatern. Und all diesen Thematiken verstärkt, auch aufgrund dieser globalisierten Erreichbarkeit und auch aufgrund dessen, dass man nicht mit der Kutsche mehr zu uns fahren muss, wenn wir jetzt so weit zurückgehen in die Monarchie. Aber im Grunde genommen, deswegen leben wir, deswegen sind wir touristisch so stark, wegen der Kultur. Und das sage ich als Touristiker, weil ich kann sagen, in Slowenien gibt es genauso viel Seen und genauso viel Berg wie bei uns. Also das heißt eine... Hier müsste es zum Beispiel bei einer klaren Budgetplanung, wenn mir das so viel wert ist, was auch der Kanzler und die Tourismusministerin gesagt haben, Kulturnation, dann muss ich hier nach vorne denken und hätte ich nach vorne denken müssen, was brauchen wir bis 2024, um das abzufedern. Also ich habe schon ein großes Problem, was jetzt immer wieder zur Sprache gekommen ist, dass die Frage der Wertschöpfung von Kunst und Kultur. Für mich ist einfach Kunst und Kultur im ureigensten Sinn, genauso wie Sie es gesagt haben, eben genau das andere.
und soll genau diesen Raum dafür öffnen, was ist die Utopie, wo wollen wir gesellschaftlich hin, im Sinn, wie der Oscar Wilde sagt, all art is quite useless. Useless muss die Kunst sein. Und man da, wenn man nämlich immer sagt, was bringt's, dann sind wir letztendlich bei einem touristischen Modell von Kunst und Kultur. Dann ist natürlich ein Gabayé-Konzert, das bringt was. Na, das hat jetzt keiner gesagt, sondern nein, es hat gesagt, die Wertigkeit von 2,5%. Das meine ich. Die Fantasie kam bei mir. Es ist ein Überbau. Es ist der freudsche Überbau. Ja. Was Sie sagen, ist der freudsche Überbau. Natürlich, so wie der Mensch aus Körper und Seele besteht, aus spirituellen Eigenschaften, ist das eine, diese Art Freiheit, die dann natürlich so ausschaut, wie sie jetzt ausschaut, auf der anderen Seite das Körperliche dran, die Ökonomie. Das ist ein Körper, aber wie alles ein Körper ist. Was haben wir gehört? Kunst ist Lebensmittel, aber das ist es eben nicht, ne? Naja, Kunst ist auch vor allem natürlich ein Lackmustest für den Zustand der Freiheit. Kunst ist Revolution. Land, ja. Und kommt der Kunst natürlich auch teilweise sehr in die Quere beim gefördert werden, ja. Um es mal kurz zusammenzufassen. Ja. Wir zeigen auf, wo es beginnt, unfrei zu werden. Man kann das an beginnenden Diktaturen sehr gut erkennen, wo zuerst zensiert worden ist. Und ich weiß natürlich, wie sich das anfühlte, in der Sowjetunion zu leben, obwohl ich damals noch ein Kind war. Aber meine Eltern waren Künstler in der UdSSR. Und diese unterschwellige Furcht meiner Eltern habe ich natürlich mitgekriegt. Und ich habe natürlich mitgekriegt, was jetzt in Russland passiert, dass Künstler, die Putin im Negligé abbilden, ins Exil nach Paris gehen müssen, weil sie nicht mehr ihres Lebens sicher sein können. Also ein Land, in dem der Präsident nicht im Negligé abgebildet werden kann, ist kein freies Land mehr. Es ist ganz, ganz simpel eigentlich. Kommen wir vielleicht jetzt auf beim Thema Stellenwert und Wert gibt es für mich vor allem, wenn ich mir die Individuen ansehe, die Kunst machen, die kunstschaffend sind in Österreich, dann sind das die ungefähr 200.000, die vorher genannt wurden. Davon sind aber sehr viele freischaffend, selbstständig, quasi selbstständig etc. Das ist etwas, was im jetzigen, was dieser Regierung besonders schwer fällt. Sie ist sehr gut darin, in der Kurzarbeit klassisch Angestellte, klassische Arbeiter zu schützen, aber sehr schlecht darin sozusagen, Selbstständigen oder denjenigen, die sozusagen auf eigenes Risiko gearbeitet haben in der Vergangenheit, ihre Einnahmen zu ersetzen. Gibt es einen Plan bzw. einen Fortschritt, was sozusagen diesen Kernbereich der Kunst und Kultur betrifft, den wir vielleicht aktuell schon politisch sehen, oder ist das eigentlich nach wie vor ein weißes Blatt für diese Regierung? Man muss der Frau Mayer ein bisschen Zeit geben, der Frau Staatssekretärin, es ist ein weißes Blatt. Also es ist nichts vorgestellt, wie in anderen Bereichen auch nichts vorgestellt wird. Also das heißt, jetzt kommen wir mal wieder zur Wirtschaft oder zur Ökonomie. Das Einzige, wo ein gewisser Fahrplan ist, ist im Infrastrukturministerium, was Energiepolitik und Umweltpolitik betrifft. Aber all die anderen Bereiche haben keinen Fahrplan. Wir wissen nicht, was gemacht wird oder was auf uns zukommt. Es kann sein, dass heute nach dem Schweigemarsch irgendeiner eine Position abgibt und das in den nächsten Tagen dann wieder beschlossen werden wird. Es war ja interessant, oder die Schweiz, die ja normalerweise ein bisschen anti-etatistischer quasi ist, hat ja im Kunst- und Kulturbereich eigentlich sehr viel vorne weggestellt und gesagt, wir stellen mal außer Streit, dass diese ungefähr 300 Millionen Franken zur Verfügung stehen, um diese akute Phase der Corona-Krise zum Beispiel durchzutauchen. Und das sind Summen, die in Österreich zitzelweise nach und nach mit jedem kleinen Solidaritätsfonds noch lange nicht erreicht sind. Das stimmt. Und das stimmt. Also wenn, und jetzt geht es mir nicht primär ums Burgtheater. Es geht mir aber auch um den gesamten Kulturbereich dieser prekären Anstellungsverhältnisse dieser freischaffenden Künstler. Und die sind überhaupt, wie der Herr Kramer gesagt hat, vogelfrei. Mhm. Apropos vogelfrei. Kunst und Kultur ist ja trotz der Katastrophen, über die wir jetzt gesprochen haben, und trotz der prekären Situation Sehnsuchtsorte, gerade auch für viele junge Menschen, sich zu verwirklichen, selbst etwas zu schaffen, kreativ zu sein. Mich würde ein bisschen interessieren, wenn ihr euch in
einen jungen angehenden Schriftsteller, einen jungen angesehenen Bildhauer etc. hineinversetzt. Was würdet ihr dem aus der nach diesen 3 Monaten schwerer Krise für eine Schlussfolgerung mitgeben oder eine Empfehlung mitgeben, wie er oder sie aus der Leidenschaft, aus der Kunst gegebenenfalls noch etwas zum Auskommen findet? Gibt es irgendwelche Learnings, irgendwelche Lektionen, die ihr selbst aus dieser Krise gezogen habt? Momentan ist es eigentlich so, auch das sehe ich positiv, weil ich habe schon damals vor fast 50 Jahren, wie ich begonnen habe damit, zu meinem Vater gesagt, pass auf, ich mache das nur, wenn ich oben einsteigen kann. Das heißt, Reinhard Seminar, Burgtheater, Staatsoper, so meine Anfänge. Weil wenn man unten einsteigt, bleibt man unten. Also das war mal eins. Das andere zu den Kollegen habe ich immer gesagt, ihr schimpft über die Regisseure und die Intendanten. Schimpft es nicht, dann organisiert es euch selber. Das heißt, macht Ausbildungen. Ich habe 5 Berufe immer gleichzeitig gehabt, weil ich als Künstler bin ich in der Odyssee und die Odyssee Elias beginnt mit dem Wort Männem. Das ist der Zorn. Ich sehe Kunst als einen eminent politischen Ausdruck eines Menschen, weil alles Politik ist in einer Gesellschaft und wir erzählen ja Geschichten für Menschen. Das heißt, für mich war es immer klar, dass es etwas ist, das der monetären, der materialistischen Gesellschaft entgegensteht, die ist mafiös organisiert. Die reden uns zwar als Verschwörungstheoretiker an, sind aber die Verschwörung, wenn man anschaut, was der Kurz und der Blümel aufgeführt haben bei der Befragung. Also wenn das nicht eine Verschwörertruppe ist, die versucht, jede Wahrheit hintanzuhalten und uns allen dann die nicht mithupfen als Verschwörer bezeichnen, das ist eine. Aber ich persönlich, es wird jemand künstlich sagen, wenn zu mir einer kommt und sagt, ich will Schauspieler werden, sagen, bist du bereit, in die Hölle zu gehen? Das wollte ich so ähnlich. Erst sagen, dann glaube ich dir was. Und für mich ist der Hintergrund meiner Arbeit der Holocaust, die jüngere Geschichte. Das ist die Wahrheit von jedem einzelnen Menschen. Wer weiß ja nicht, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, in Österreich geboren zu sein, in einer wohlhabenden oder halb wohlhabenden Familie, dann würde ich da nicht da sitzen. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Glück gehabt, aber gleichzeitig ist der Idealismus für mich das, was die Menschen auszeichnet, weil sonst bin ich eher Ameise oder habe nur Donald Duck-Augen oder Duck oder wie man sagen will. Das heißt, ich persönlich kann dazu so schwer was sagen, weil es ist wahnsinnig leicht für mich, der noch Drehtage hat und so, ob zwar Produktion sofort gestoppt worden, wo ich Premiere hatte, aber ich habe es von Anfang an anders gesehen. Wir haben nie was gehabt damals, außer die 68er Jahre freien Sex und die Pille und die Waschmaschinen. Das war schon ein ziemlich großer Fortschritt. Wobei in der Antwort eigentlich sehr viel war, weil es war sehr viel in die Richtung, wenn man an den Gegebenheiten etwas ändern möchte, muss man es selber tun und sich selbst in diese Situation. Ich kann mich selber leisten, weil ich bin ja auch ein Mensch mit allen Schwächen. Frau Winowitsch? Ich bin da ein bisschen ähnlich angelehnt, aber nicht ganz. Das Wichtigste ist, wenn man da eintritt, da muss man die Hoffnung gleich mal fahren lassen. Es geht nicht um Hoffnung. Es geht nicht um Hoffnung, man soll nicht hoffen, man soll nicht bitten, man soll keine Angst haben. Das sind die 3 Punkte, die ganz wichtig sind, glaube ich. Und man muss bereit sein, für das, was man richtig findet, auch ziemliche Dornenwege anzutreten. Wenn ich das nicht tue, wenn ich mich selbst zensiere, aus welchem Grunde auch immer, bin ich vielleicht abgesicherter, aber ich bin dann wahrscheinlich nicht wirklich freischaffend. Das heißt, diese Bereitschaft, sich Schmerzen auszuliefern und Unsicherheiten auszuliefern, muss da sein. Das heißt, man soll sich überlegen, ob man glaubt, sich zu verwirklichen. Das ist es nämlich nicht. Das ist nur mehr als das. Ja. Nur sich verwirklichen. Keine Rose ohne Dornen übrigens. Also insofern, ein dorniger Weg. Ja, ich würde nichts anderes wählen, nach wie vor, aber ich bin jetzt mittlerweile in den letzten paar Jahren ein paar Mal sehr am Verzweifeln gewesen. Das war ich bis jetzt nicht, bei mir hat es relativ lang gedauert, bis dieses Gefühl von, oh, jetzt verstehe ich ein bisschen, was die anderen mit Absicherung meinen, bis sich das in meinem Kopf überhaupt manifestiert hat, weil mir das unbekannt war. Und nachdem ich das gesehen habe, fühlt sich nicht so schlecht an, aber es ist vermutlich nicht meines, sonst wäre ich nicht in diesem Beruf. Okay. Also die Freude zum Risiko und auch die Bereitschaft unterzugehen mit dem, was man tut. Die Freude zum Risiko und mit die Bereitschaft unterzugehen, das klingt ja fast wie
ein Entrepreneur. Entschuldigung, die Gefahr ist nur, dass die Politiker das wissen. Das heißt, das Prinzip Teile und Herrscher kommt genau dort dann unter. Was ist also Lektion für künftige Kulturschaffende? Familie, ich habe vor 3 Kinder 2, die im Kulturbereich, beziehungsweise der mittlere geht auf die Angewandte und die jüngste, die Tochter, die Bühnenbild studieren, was weiß ich. Aber ich habe ihnen immer gesagt, irgendwann, also das wird nicht auf Dauer gehen, wenn du merkst, du der Holzte nicht, brauchst einen anderen Beruf. Und das hat sie so auch dementsprechend, sie müssen sich selbst erhalten, sie müssen immer kontroversiell sein, mitten einstechen und auch politisch sein. Und das war jetzt ganz witzig, weil der Felix bei der Jahresarbeit an der Angewandten wirklich politisch hineingestochen hat und dann hat er mir dann auch angerufen und gesagt, du, die Uni brennt. Was ist passiert? Ja, mein Video, die haben sich alle wahnsinnig drüber aufgeregt. Ich sage, völlig richtig. Hast genau richtig eine getroffen. Und ich glaube, das ist auch das. Nur, es muss irgendwann einmal, müssen meine Kinder auch zur Erkenntnis kommen, entweder ich gehe wirklich dorthin, wo viele Dornen sind, und das werden viele Dornen sein, oder ich sichere mich irgendwie ab, damit ich die Dornen mit ein paar Plastiklatschen oder sonst irgendwie überspringen kann. Ja, im Wesentlichen kann ich mich dem nur anschließen. Das ist halt ein steiniger Weg, auch in der freien Wissenschaft natürlich, wo ich vielleicht ein gewisses Problem sehe bei der Profession des Künstlers oder der Künstlerin, ist halt schon so, dass es quasi naturgegeben ist in der Profession, dass man in einem gewissen Konkurrenzverhältnis ist. Und das kann natürlich partiell zu Entsolidarisierungen führen. Und ich denke schon, je solidarischer dass die Gruppe, die Gruppen sind, umso mehr wird man letztendlich erreichen können. Wobei man ja hier den Wettbewerb in inhaltlicher Form ja durchaus trennen kann von Solidarität in... Wettbewerb und Wadelbeißerei ist natürlich was anderes. Ne? Das ist... Abschließend kann man vielleicht sagen, die Sicherheit ist sowieso nirgends. Auch in den vermeintlich sicheren, an den vermeintlich sicheren Orten ist sie nicht so, wie viele glauben, dass die Sicherheit sei. Ja, mein Vater, selbst ein Jurist, also eher auf Sicherheit bedacht damals, hat mir, als wir mal über mein Jobprofil gesprochen haben und meine kurze Zeit im Theater, auch gemeint, du hast die Wahl zwischen vielleicht unsicher glücklich sein und sicher unglücklich sein. Und das ist vielleicht dann für den einen oder anderen Beruf und Studienpunkt eine relevante Sache. Sicher unglücklich ist, muss rapid sein. Ja, darüber müssen wir an anderer Stelle noch sprechen. Ich würd an dieser Stelle gern mit etwas rausgehen und mit etwas beenden, was vielleicht noch ein bisschen inspirierend ist, nämlich eine Frage: Was sind denn so kulturelle, künstlerische Highlights, die ihr als Podium in den nächsten Tagen, Wochen denn jetzt mal in Anspruch nehmen, lesen, sehen, hören oder sonst wie wahrnehmen wollt? Was gibt es, wo ihr danach giert, mal wieder ins Theater, in eine Ausstellung oder Ähnliches zu gehen? Wer möchte anfangen? Ladies first. Es ist bei mir eine ganz, ganz falsche Frage, leider, weil ich gerade meinen Roman fertig schreibe. Das heißt, ich kann mir nichts anschauen. Es lenkt alles ab. Wenn es gut ist, dann wird es mich sogar noch beeinflussen und eventuell abfärben, ohne dass ich es bemerke in dieser heiklen Phase. Das heißt, ich freue mich unglaublich aufs Burgtheater. Ich lese jetzt auch 3 Bücher im Schnellverfahren, weil ich sie besprechen werde nächste Woche. Okay. Ich habe alle 3 Bücher mit großer Freude ausgewählt. Und das sind die einzigen Highlights, die ich mir erlauben werde. Alles andere wird leider warten müssen, bis der Roman abgegeben ist. Das bisschen was ich lese, schreibe ich mir selber, habe ich dazu. Da gibt es einen russischen Witz. Ich bin kein Leser, ich bin ein Schreiber, sagt man dann. Aber das stimmt nicht ganz bei mir. Herr Kammer, was? Ja, ich habe es leicht, weil ich mit Brecht lebe, ab vom wichtigsten Satz. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, das ist einmal die Wahrheit des Menschen. Aber der nächste Satz ist, die höchste aller Künste ist die Lebenskunst. Und dem gebe ich mich hin, seit ich geboren bin.
Die höchste aller Künste ist die Lebenskunst, die Freiheit, diese Kunst zu leben und es über alles zu stellen. Das ist mein Leben. Wenn ich dabei nur künstlerische Produkte habe, die bestenfalls nur politisch auch sind, sodass sie nicht im Feuilleton, sondern auf der politischen Seite stehen in der Zeitung. Aber im Grunde genommen hat mich das immer getragen, weil das meine metaphysische Beziehung ist. Also die beiden Dinge, der Holocaust, der Mensch, wie wir sind, und meine Entscheidung fürs Leben. Daher ist es eine ganz schwierige Frage in dem Zusammenhang, was um Ökonomie geht, aber es hat mein Leben ökonomisch geregelt, weil dadurch ist das Ökonomische von selbst aufgegangen, weil mir nichts wichtig war. So wie eine der schönsten Sachen ist Liebe machen. Da muss ich mir nichts kaufen, da muss ich kein Auto kaufen, da ziehe ich mich nackert aus und der andere ja. Na, ist das teuer? Na. Das heißt, das ist aber wunderschön. Ja, wenn man blöd ist, wird es teuer. Wenn man Eselsohren hat, aber wenn man ein bisschen organisiert ist. Ich sage nur, wenn man es wirklich bewusst durchdenkt und bewusst weiß, dass der einzige Moment, der jetzige kostbare ist, weil alles andere, wenn ich nicht den kostbaren Moment meines Lebens hätte, kann ich alle meine Pläne nicht verwirklichen. Und dort beginnt eine andere Öffnung des Geistes auch zu anderen Menschen hin. Man bekommt auch wahnsinnig viel, weil man im Geben lebt. Das ist ja fast eher eine, die Antwort war ja fast Carpe Diem als wesentliche Lektion. Was werden Sie sich ansehen wollen oder anhören? Oder einmal also das eigene? Handke-Premiere in Salzburg während den Festspielen im Landestheater. Und dann habe ich mir auch Burgtheater natürlich. Das neue Simon Stones Stück, aber das dauert noch ein bisschen und bis dahin muss ich schauen, dass ich wirtschaftlich überlebe. Evkowitz? Naja, nachdem ich wie wohl im Theatermuseum arbeitend oder vielleicht gerade deshalb eher mit dem Film habe, wird es in diese Richtung gehen. Also wenn die Kinos wieder aufsperren. Ja, das dürfte ja auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, bevor die Kinos aufsperren, werden wir schon unsere nächste Runde haben. Ich darf mich einmal bedanken bei meinem Podium für die vielen guten Gedanken zu der Frage, wozu Kunst, die Effekte in gewisser Weise der Corona-Krise auf die Kunst- und Kulturszene. Einige von uns wird man dann auch beim Schweigemarsch gegebenenfalls sehen und begleiten können. An dieser Stelle danke auch für Ihr Interesse. Wir haben nächste Woche am 7. Juli um 12:30 Uhr wieder einen kleinen Lunch-Talk, dann aber mit einem ganz anderen Thema. Es wird um Gesundheitspolitik gehen, um die gesundheitspolitischen Folgen auch der Corona-Krise und wie wir gegebenenfalls gesundheitspolitisch auch besser auf die nächsten Monate und auf das nächste Jahr vorbereitet sein können. Die Details dazu wird es auch als Link natürlich hier geben. Unter anderem dabei sein wird Martin Sprenger, der ja von der Regierung geschasste Berater aus der Taskforce, der sicher auch einige spannende Gegenpositionen zu dem, was man sonst medial derzeit sehr stark hört, bringen wird. In jedem Fall danke nochmal für Ihr Interesse, danke für die Diskutanten, für Ihre Zeit und für Ihre Insights und ich wünsche noch einen angenehmen Nachmittag.